Name ist Andreas Hermert. Ich bin in Berlin geboren und lebe auch seit meiner Geburt in Berlin. Und ich habe eine Ausbildung zum Orgelbauer gemacht. Das ist allerdings schon über 30 Jahre her. Ich habe als Schüler, also noch während meiner Schulzeit vor dem Abitur, eine Fernsehsendung gesehen. Da wurde eine Orgel gezeigt mit entsprechender Musik. Bach, Toccata und Fuge in D-Moll. Und man hat die Orgel von innen gezeigt, wie die ganzen Blasebälge, Mechanikteile, Tasten, Hebel, Winkel sich bewegen. Und das hat mich technisch so begeistert, dass ich das in Miniaturform quasi im Rahmen des Modellbaus umsetzen wollte. Und daraus ist dann die erste spielbare Miniaturorgel entstanden. Die Orgel, die Sie hier sehen, die habe ich dann während meiner Lehrzeit gebaut als Orgelbauer. Und die ist noch sehr viel kleiner als die Orgel, die ich noch als Schüler als ersten Versuch gebaut habe. Und diese Orgel konnte ich dann tatsächlich zum Guinness-Buch als kleinste spielbare Orgel der Welt anmelden. Diese Orgel funktioniert wie eine große Orgel. Das heißt, hier an der Rückseite ist der Blasebalg. Oben sieht man die Pfeifen. Und hier vorne befinden sich die Tasten. Wenn man eine Taste drückt, wird ein Ventil geöffnet und die Luft strömt vom Blasebalg in die entsprechende Pfeife. Die kleinste Orgel, ich habe quasi meinen Rekord unterboten. Die kleinste Orgel passt in eine Streichholzschachtel. Die hat exakt die Maße, auch die mit der längsten Pfeife, dass es in eine übliche Streichholzschachtel passt. Der einzige Nachteil ist, dass der Blasebalg nicht mit in diese Streichholzschachtel passt. Da habe ich dann einen Blasebalg extra gebaut. Der ist allerdings größer als nötig, aber die Orgel als solche ist trotzdem kleiner als diese Orgel. Und deswegen ist das der zweite Guinness-Buch-Rekord gewesen. Also ich habe meinen eigenen Rekord unterboten mit dieser noch kleineren Orgel. Und die wird einfach nur an den Blasebalg dran geschoben und dann kann man darauf spielen. Der Blasebalg ist aus Papier gemacht und das Braune dort, das ist hauchdünnes Leder. Der wird dadurch abgedichtet durch das Leder. Und jetzt werde ich mit einem Streichholz die Tasten drücken.